Mit dem Cross Blue Coupé hat VW auf der Autoshow in Shanghai für Aufsehen gesorgt. Die Studie wirkt, obwohl sie lediglich 3 cm niedriger als der hauseigene Touareg ist, entscheidend flacher. Ein entsprechend großer Radstand und riesige 22 Zoll Räder unterstützen diese Wirkung nochmals. Aber auch unter dem ansprechenden Blechkleid hat die Cross Blue Coupé Studie einiges zu bieten. Ein V6 Benziner und 2 Elektromotoren mobilisieren 415 PS. Dass der Verbrauch nur bei durchschnittlich 3 Liter pro 100 Kilometer liegen soll, das ist die große Überraschung. VWs Ingenieure haben dafür einiges getan. Rein elektrisch kann das Auto bis zu 33 Kilometer weit fahren. Das senkt natürlich den Durchschnittsverbrauch. Die Batterien können an der Steckdose aufgetankt werden, was dann die rein elektrische Reichweite wieder vergrößert. Alternativ lässt sich der V6 Benziner auch als Generator nutzen, der für die Elektromotoren Strom erzeugt. So sinkt nicht nur der Verbrauch, auch die Emissionen nehmen ab. In China derzeit ein ganz wichtiges Thema, denn dort findet auch inzwischen ein Umdenken statt. Das neue Cross Blue Coupé ist ein Plug-in-Hybrid, mit dem wir zeigen wollen, dass wir auch bei SUVs die Plug-in-Hybrid-Technologien einführen wollen. Wir haben es ja gezeigt mit dem XL1, wie es geht. Als nächstes wird der Audi A3 kommen, dann der Golf. Und das hier ist die Studie, wie Plug-in-Hybrid auch bei SUVs funktioniert. Ob die Studie so in Serie gehen wird, war bislang noch nicht zu hören. Sicher ist aber, dass sie zweifellos Einfluss auf die kommenden SUV-Generationen haben soll. Man darf also gespannt sein.